Ja, lieber Eddie, jetzt bin ich wieder da von meinem verlängerten Wiesenwochenende. Hab mir gedacht, ich gehe die ganze Sache mal ein bisschen ruhiger an, schnapp mir ein Spiel, um mein Gemüt zu beruhigen, um ein bisschen zu entspannen. Und was ist da wohl besser außer Tiger Woods PGA Tour 2004? Ich weiß es nicht, vielleicht Schach? Das ist vielleicht noch langweiliger, stimmt. Ja, aber hey. Wiesenwochenende. Nein, Golf ist... Golf ist ein, man darf, es wird immer über Golf gelästert, weißt du, Sportart für Berufshöhne und so, stimmt aber gar nicht. Es ist was für Rentner. Unter anderem. Und all diejenigen, die kleine blaue Pillchen schlucken, um ihre Libido in Gang zu bringen. Ja, ich sag Wiesenwochenende, ich habe sogar den Patrick getroffen, den alten Lümmel. Aber egal, wir kommen zu meinem Thema. Doch bevor wir loslegen, gehen wir mal kurz bei mir auf den Rechner, auf die Website, denn ich habe da ein paar Sachen, die ihr auf jeden Fall auch anklicken solltet. Lass dich von mir nicht stören, gell? Also ich will nicht irgendwie das Take unterbrechen. Okay. Wie gesagt, bei mir auf der Website, Tiger Woods 2004 angepattet, Max Payne 2 verliebt und totgeweiht, gibt es jede Menge neue Informationen dazu. Dann gibt es natürlich noch viele, viele andere Sachen, die auch sehr, sehr interessant sind. Zum Beispiel hier die Need for Speed Underground Demo kommt später. Da sollte man aber nicht vergessen, dass es hier noch diesen hier gibt, wenn man einfach draufklickt. Hier den Link zur offiziellen Seite. Da gibt es nämlich jede Menge Bilder. Sag mal, Eddie, was machst du denn da? Ich kann dich gerade leider nicht so gut verstehen. Muss mal kurz... Was? Was machst du denn da, Eddie? Nichts. Noch gar nichts. Ich pack nur so ein paar Sachen ein. Okay, dann, wenn du nichts machst, dann kann ich lass da noch dich mal... Lass zeig ruhig deine, genau, deine Movies. Wie gesagt, wenn ihr bei uns auf den Link klickt zum Need for Speed Underground Artikel, kommt ihr auf diese Seite und da gibt es ein paar sehr, sehr schöne Movies, die solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Zum Beispiel das hier. Ist zwar ein bisschen klein, die Qualität, aber ist ja dann auch nur 2 Megabyte groß und bekommt schon mal einen netten Eindruck von dem Spiel, das sehr an The Fast and the Furious erinnert. Mit fetziger Musik unterlegt. Ja, das ist zum Beispiel einer der Trailer gewesen. Gibt natürlich noch ein paar andere, die man sich reinziehen kann. Insgesamt sind es, glaube ich, 5 Stück. Ja, 5 Stück an der Zahl sind es. Need for Speed Underground. Sag mal, Eddie, langsam wird es mir aber echt zu bunt mit dir. Was machst du denn, Junge? Warum ziehst du dich an? Ich werde dich verlassen. Wie, du wirst mich verlassen? Wie, du wirst mich verlassen. Wo gehst du denn hin? Behalt ihn in Ehren. Den lieben Tisch Nummer 1. Oh. Aber der Nummer 1 ohne dich ist nur noch eine halbe 1. Du bist jetzt die Nummer 1. Nur noch eine Fraktion der 1. Das könnt ihr doch nicht machen. Sie haben mir meinen Kollegen genommen. Herzlich willkommen im E-Sports-Bereich. Mein eigener Tisch. Ich habe neue TFT-Monitore. Ist das geil? Guck mal, die kann man hoch und runter schieben. 17 Zoll, nicht mehr 15 Zoll. Mensch, ist hier viel Platz. Willkommen im E-Sports-Bereich. Das ist der neue Themen-Channel hier bei Giga Games. Das ist natürlich eine Weltpremiere, das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Seit 3 Jahren fast gibt es diese Sendung. Und zum ersten Mal gibt es wirklich einen richtigen, amtlichen, neuen Bereich. Einen richtig neuen Tisch, der genauso aussieht wie die anderen. Mit besserer Hardware und besseren Monitoren. Und... es gibt natürlich auch online etwas Neues. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, kann ich jetzt nur sagen, geht mal auf giga.de, schaut euch den neuen E-Sports-Channel an. Er müsste mittlerweile freigeschaltet sein. Ich habe ihn selber noch gar nicht jetzt gesehen. Ich rufe ihn jetzt mal auf. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob das hier alles schon richtig verkabelt ist. Es ist alles ganz neu. Es gibt eine neue Webcam, es gibt neue Rechner, es gibt neue Monitore. Mal schauen, ob er schon da ist. Einfach mal reloaden und... Ist natürlich jetzt wahrscheinlich wieder mal überlastet, wie das immer ist, wenn wir das zum ersten Mal irgendwas Neues machen. Aber er müsste eigentlich da sein.
Tja, das ist der neue E-Sport-Verein. Habe ich euch zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Warum ist er jetzt nicht da? Da! Da ist er, ich freue mich so. Ja, Mensch, geil. Ihr findet natürlich schon einige Neuigkeiten auf der Seite News, so viel ich Zeit hatte heute zu schreiben. 3 Stück. Und natürlich einiges an Erklärung. Ihr findet unter anderem auch in, auf der Giga-Liga-Seite, die übrigens hier direkt auf der Startseite verlinkt ist. Ihr könnt direkt vom E-Sports-Bereich euch in die Giga-Liga einloggen, was ich sehr, sehr cool finde. Wenn ihr auf die Giga-Liga-Seite geht, findet ihr ein neues Editorial. Auch da gibt es Neues. Aber auf die ganzen Sachen werde ich später eingehen, beziehungsweise heute und im Laufe der Woche und im Laufe der nächsten 10, 15 oder auch 200 Jahre. Also bleibt dran, lauft nicht weg. E-Sports ist heute das große Thema hier bei Giga Games. Ich werde euch gleich die ganze Seite vorstellen, zeigen, was wir sagen und zeigen, was wir vorhaben. Ich werde euch zeigen, was sich in der Giga-Liga tun wird und natürlich erklären, was es mit dem E-Sports-Channel auf sich hat. Bleibt dran und dann geht es gleich richtig los mit dem Thema E-Sports. Irgendwie fühle ich mich ziemlich allein und verlassen, muss ich sagen. Das könnte an meinem Ex-Kollegen liegen, der jetzt einfach auf seiner einsamen Insel da drüben ist und mich alleine gelassen hat. Ich weiß nicht, ob ich das gerade sehr, sehr nett finde. Aber ich werde mir so lange ein bisschen Gesellschaft holen von Babbo. Den werde ich jetzt einfach hier hinsetzen, auf diesen Stuhl. Hoffen, dass er mir ein bisschen Gesellschaft lässt. Vielleicht noch das Mikro über den kleinen Kopf streifen. So. Na, klein Eddie. Gucci-Ku. Na, Eddie, präsentieren wir mal wieder. Ja. Wir werden jetzt noch ein bisschen was machen. Und zwar habe ich mir heute was Ruhiges rausgesucht. Ich bin ja gerade von der Wiesn zurückgekommen, habe den Patrick in seinem eigenen Bierzelt besucht. So sieht er wirklich mittlerweile aus, als wäre er in einen ganzen Biertopf gefallen. Und deswegen gibt es heute was Ruhiges. Tiger Woods PGA Tour 2004 gibt es bereits in den Läden und ist die neueste Version von Tiger Woods PGA Tour. Natürlich, sonst die alte Version würden wir nicht, denke ich mal, nicht nochmal machen. Und es hat sich einiges getan, muss ich sagen. Es ist wirklich die Version, die sich bis jetzt am besten spielt, wie ich finde. Ich habe es heute, ja, ausgiebig gezockt und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Spiel und schauen, was sich so getan hat. Es gibt den Karrieremodus, den Simulationsmodus. Hier kann ich jetzt zum Beispiel einfach eine Casual Round machen, einfach direkt loslegen, mir alles zusammenstellen, was für ein Game Type ich haben will. Stroke zum Beispiel oder Skills, Skins, Stableford, wo es dann nach Punkten geht. Allerlei verschiedene Sachen, die dann erklärt werden, aber auch sieht man hier unten Game Type Description. Wir gehen jetzt einfach mal zurück, denn ich mag eines der neuen Features zeigen im Karrieremodus. Und das ist das Neue, man kann einen neuen Golfer kreieren, das ist nicht so neu, aber man kann ihm jetzt allerlei mögliche Aussehensveränderungen verpassen, die wirklich ganz lustig sind. So, erstmal hier so durchklippen. So, Player Style ist auch neu, muss man sich aussuchen. Dann fängt natürlich an mit einem Grundstil, wollen wir einen haben, einen Big Hitter, der zum Beispiel sehr, sehr weit abschlägt, aber sonst so eher bei den Mannen Anspielen der Fahne nicht so gut ist. Ein All-Around-Spieler oder ein Pin-Seeker, der wie gesagt halt nicht so weit schlägt, aber dafür halt ein bisschen genauer zielt. Ich mache einfach mal All-Around. Ich denke mal, das ist nicht schlecht zum Anfang. So, und jetzt geben wir dem Typen erstmal einen Namen. Ich nenne ihn einfach. Soll ich ihn Eddie nennen? Ich habe keinen Eddie mehr. Ich gebe ihm den Eddie. So, wir können jetzt diesen Eddie natürlich auch natürlich zusammenstellen, wie wir Lust und Laune haben. Zum Beispiel hier die Head-Width. Wir könnten einen ganz schmalen Kopf machen oder eine Riesenrübe. Sagen wir, lassen wir mal so auf normal. Wobei, wir könnten einen Freak-Eddy machen. Nee, machen lieber ganz normal und schauen. Wir könnten hier zum Beispiel auch die Länge des Kopfes verändern. Wir können uns das dann auch anschauen von der Frontalansicht, wie es dann ausschaut. Headlength auch. Die Masse zum Beispiel, ob er hier so ein fettes Doppelkinn haben soll. Wie gesagt, ist sehr, sehr lustig, was man hier mit diesem Programm alles machen kann. Die Cheeks zum Beispiel auch. Da sagt er, seid gerade unser Kameramann, das sieht ja aus wie der Patrick. Naja, okay, vor der Wiesn, nach der Wiesn. So, die Cheeks zum Beispiel, das kann man jetzt hier in der Ansicht weniger sehen, wie die dann nach vorne gehen und zurück. Das Chin zum Beispiel auch so ein richtiges, fettes Jay Leno-Kinn. Oder halt so einen breiten Kiefer wie Arnie ungefähr. So, das sieht doch mal schon ganz gut aus. Können jetzt auch den Body noch aussuchen, hier verändern. Die Arme zum Beispiel alles größer machen. Die Vorderarme größer machen. Midsection machen wir ganz dünn. Oh, also richtig fetten Typen hier. So. Face haben wir gerade eben gemacht. Haare brauchen wir natürlich auch noch. Gibt's auch verschiedene lustige Sachen. Crew Cut.
Hat es nicht Fresh Prince früher mal so eine ähnliche Frisur wie das da? Ja. Den Afro, den Simon-Look, Ponytail, shaved. Könnte echt so einen kleinen Patrick auch machen. Nee, ich würde sagen, wir machen einfach mal hier das. Das sieht doch lustig aus. Hair Length könnte man auch noch einstellen. Ja, Color. Ja, hier. Mal noch so ein Bart. Dann. So, damit das farblich alles auch stimmt, könnt natürlich auch verschiedene Sachen jetzt aussuchen, um ihn auszustatten, beim Anziehen. Und was auch ganz witzig ist, man könnte mir jetzt auch zum Beispiel Tattoos verpassen. Hier auf dem linken Arm das, auf den rechten Arm das hier. Müsste ich natürlich bei den Pants noch was Kurzes nehmen. Dann könnte man auch auf die Beine ein paar Tattoos klopfen. Equipment könnte ich jetzt auch aussuchen, welche Schläger ich denn nun alles haben will. Bloß daran sollte man sich als Einsteiger eigentlich nicht so viel dran vergehen, denn im Endeffekt sucht einem der Computer schon die richtigen Sachen aus. Da muss man nicht viel machen. Aber wichtig sind zum Beispiel die Attribute. Deswegen kommt man in den Amateurbereich und sieht gleich, ja, hier stehen wir gerade, können aber dazu kaufen. Wir haben $6,000 available. Und das heißt, wir klicken jetzt einfach mal da drauf, fahren das hier mal hoch, das hier hoch. Und wenn man dann natürlich Turniere spielt, kriegt man mehr Kohle und hat dann auch die Möglichkeit, seine Attribute zu verbessern. Ist natürlich notwendig, wenn man dann nachher gegen die ganzen Champions antreten will, oder, dann sollte man schon selber auf dem Champion- oder Master-Level sein. So, damit haben wir, würde ich sagen, unseren Golfer kreiert. Jetzt gibt es erstmal so ein kleines Tutorial, wie es denn überhaupt funktioniert. Denn die Tiger Woods-Serie ist ja vor ein paar, ich glaube 2002-Version oder 2001, ich weiß es gar nicht mehr genau, umgestiegen von diesem normalen 3-Point-Click-System des Schlagens auf dieses einfache Virtual- Ja, Virtual Swing System, was wirklich sehr, sehr gut gelungen ist. Und machen einfach mal close. So, können uns das jetzt anschauen. Hier ist unser Golfer. Können uns jetzt mit verschiedenen Kameraführungen das Loch zum Beispiel anschauen. Das ist sehr nett gemacht. Die krasse Vogelperspektive. Dann von der Vogelperspektive der Schwenk rüber zum Loch. Das Ganze sieht natürlich dann besser aus, wenn man das aus dieser Perspektive macht. Oh, sehr nett natürlich. Okay, ein bisschen poppt es noch, die Bäume poppen ab und so. Wie gesagt, es ist ein Golfspiel, das ist ganz klar, dass es optisch nicht das Allerbeste sein wird. Ich meine, es ist halt doch relativ einfach, dann so eine Landschaft darzustellen im Vergleich zu irgendwelchen Ego-Shooter-Landschaften. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal in die Schlagposition, könnten jetzt hier aussuchen, in welche Richtung wir zielen wollen, aber ich denke mal, das war schon ganz gut so. Und wenn wir jetzt losschlagen wollen, einfach einen Linksklick hier machen und mit der Maus nach hinten und nach vorne und dann schwingt unser Spieler schon automatisch. Und das funktioniert wirklich erstaunenswert gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass es im Gegensatz zur 2003er-Version mittlerweile auch verbessert, verfeinert wurde. Es geht noch ein bisschen schneller und sauberer von der Hand. Auch wenn das jetzt nicht der optimale Schlag war, hätte ich ein bisschen mehr nach rechts zielen müssen. Einmal machen wir es noch, damit wir über diese 200-Yard-Linie kommen. Und dann sieht man auch hier den Ballflight unten rechts, diesen Analyzer gleich. Wie viel Speed ich drauf hatte, der Impact, wie er war, der Tempo und der Club Path. War straight. Ja, das sind jede Menge tolle Sachen, die wir gleich noch ein bisschen ausführlicher zeigen werden. Denn dann, glaube ich, werden wir uns endlich mal auf das erste Turnier losmachen und mal ein bisschen ein paar Gegner aufmischen und noch schauen, wie wir unseren Gegner ausstatten können. Denn ich habe ja schon ein bisschen weitergezockt und mal schauen, welche Sachen man denn noch freispielen kann. Bleibt einfach dran, Tiger Woods PGA Tour 2004, alles hier im grandiosen PC-Bereich. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie die Aura ist jetzt so ein bisschen besser. Das Tischkarma hat sich einfach verbessert. Ja. Es ist erschreckend. Alle Leute haben immer behauptet, der Simon würde stinken. Jetzt, wo Eddie weg ist, wisst ihr, jetzt haben wir es endlich rausgefunden. Kennt ihr das, wenn so man kommt in sein Zimmer rein und da ist irgendwie so ein undefinierbarer Geruch und man kommt einfach nicht drauf, was es ist. Und irgendwie nach 2 Jahren findet man die vergessene Thunfischspitze unterm Bett. Das war Eddie. Das war Eddie. Also als bildlicher Vergleich jetzt. Ja. Na, Herr Antrag, wie geht's da hinten? Ist es schön? Wink doch mal. Tisch. Wink doch mal für uns. Wink doch mal. Was? Ich dachte gerade so, was ist denn hier gerade mit? Hallo Eddie. Hallo Otto. Da könnte ich mich ja dran gewöhnen. Macht Spaß, ne? Ja, macht Spaß. Ja, ich glaube, das ist ausbaufähig, dieses. Ich meine, wir sind der Teufelskreis, er ist dann so, was ist er? Da werden wir noch was finden. Da werden wir auf jeden Fall noch was finden müssen, werden wir auch in Zukunft. Ja, das haben wir ja noch Zeit. Das uneheliche ja Komma da. Oder so. Das Teufelskomma. Schauen wir mal. Aber wir haben ja heute unseren Kuschelherbst der tollen Themen gestern gestartet und seitdem gibt es jeden Tag ein absolutes Topspiel beziehungsweise ein Test beziehungsweise irgendwas Großartiges. Echt? Ich dachte eigentlich, dass wir das nur deswegen gemacht haben, weil wir doch so einen tollen Vote haben. Auch. Also. Auch das. Aber das impliziert ja, dass wir früher oder später dann auch jeden Tag ein gutes Also Thema ist der Kuschelherbst sozusagen größer als der Vote an sich? Genau. Also der Kuschelherbst ist mehr ein Gefühl. Das ist ein Gefühl. Wo du ganz schlecht beschreibe tust. Okay. So. Bitte, Simon, nie ich kann wieder, das nicht. Nie wieder Kölsch reden. Niemals. Ich kann das nicht.
Ich kann heute, das Thema, Futurama. Und wir haben es vorhin schon gesagt, wenn wir ein Futurama-Thema haben, dann gibt es auch etwas zu anzugucken für euch. Und das ist in dem Fall ein kleiner nicht, Ausschnitt. Gibt es das nicht immer, wenn wir da sind? Nee, finde ich nichts wirklich Positives. Na gut, okay. So. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal auf meinem Rechner einen kleinen Ausschnitt aus der dritten Futurama-Staffel. Go, go, go. Los geht's. Ja, genug von Futurama, der Serie, und jetzt zum Spiel. Sick shit. Ja, ziemlich krank, aber auch sehr, sehr lustig. Kann ich euch nur empfehlen, allen Leuten, die es vielleicht noch nicht kennen. So, und wir nehmen jetzt das Spiel wieder auf. Da gibt es einen Test von Thomas in der Redaktion. Der hat das Spiel durchgespielt. Und das hier ist jetzt einer der, ich wollte es gerade sagen, zahlreichen Level, die etwas schwieriger geraten sind. Ein Zoidberg-Level, in dem wir so ganz wie bei Crash Bandicoot einfach nur im richtigen Moment hüpfen müssen. Im richtigen Moment. Was manchmal klappt und manchmal auch nicht. Ich habe es aber vorher geübt, also ich hoffe, dass ich zumindest bis zum ersten Abschnitt komme. Das hättest du vielleicht nicht sagen sollen. Du hättest jetzt eher so sagen können, ich habe das zum ersten Mal jetzt hier in der Hand und weiß auch gar nicht, warum ich hier an und runterfalle. Das ist ja so. Nein, ich habe wirklich geübt, aber es ist mehr so dieses Try-and-Error-Prinzip. Man muss es einfach ausprobieren und dann, ich drücke ja auch wirklich. Ich meine, springt er denn auch, wenn er gerade, weil der macht so sehr weite Sprünge, finde ich. Kann man denn auch innerhalb, also während eines Sprunges hüpfen? Weißt du, was ich sagen will? Nein, ne? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt komme ich nie mal über diese blöden Dinger. Simon, du ignorierst sowohl mich als auch meine Fragen völlig. Pass auf, ich kann dir die Frage beantworten. Nein. Okay, was war meine Frage? Ja, ich habe es. Fest. Du hast gefragt, ob ich in der Luft nochmal hüpfen kann. Ja. Ich höre dir schon zu. Ich tue nur immer so, als ob ich dir nicht zuhöre. Weil das ist ein ganz normaler Abwehrmechanismus. Oh nein! Okay, ihr habt vielleicht gemerkt, das ist jetzt einer Simon der etwas nervigeren Levels. Schön, dass du damit direkt anfängst. Das kann doch echt nicht wahr sein. Moment. So richtig geil. Nein! Okay, wir schaffen es. Also, Simon hat wirklich geübt. Und also vorhin ist er auch tatsächlich mehrmals weitergekommen. Ja. Ich würde es notariell sogar bestätigen. Aber im Moment stellt er sich echt selten dämlich an. Das ist die ganz normale On-Air-Präsenz, die dann immer dafür sorgt, dass ich alles versaue. Au, aber jetzt bin ich jetzt habe ich einen Run. Ja. Du solltest es nicht thematisieren, denn in diesem Moment hört so ein Run immer auf. Ja, aber das ist auch ein gutes Beispiel für die weniger guten Levels im Futurama. Ich müsste nochmal genau gucken, um genau zu sagen, welche Wertung sie bekommen hat. Aber ich weiß, es hat eine 76 bis 78er Wertung bekommen, in dem Bereich. Ja. Und finde ich an sich auch gerechtfertigt, wobei ich natürlich mir so ein Urteil gar nicht erlauben kann, weil ich nur ein paar Level gespielt habe. Du hast dann hier sogar mehr gespielt als ich. Ja. In deinen 80.000 Previews. Ja. Ich gucke jetzt mal die ganze Zeit in die Kamera, weil wir... Ja, ist ganz praktisch. Wenn wir die ganze Zeit raus sind, ist das schöner, wenn wenigstens einer in die Kamera guckt. Ja, ich habe die ersten vier Level gespielt. Und auch bei der Vorstellung damals haben wir mehrmals darauf hingewiesen, dass eigentlich das Coole tatsächlich die Story auch hinter dem Spiel ist. Weil es ist ja so, dass verantwortlich für die Story sind tatsächlich die Skriptschreiber der Serie gewesen. Also an sich ist es tatsächlich eine richtige... Futurama-Folge, und es gibt zwischendurch auch immer wieder Zwischensequenzen, wo die Hintergrundgeschichte weitergeführt wird. Geht also darum, dass Mom wieder einmal die Weltherrschaft an sich reißen will. Und zwar hat sie das geschafft, indem sie Planet Express gekauft hat und damit 51% der Weltwirtschaft in ihrem Besitz hatte. Und deswegen einfach mal beschlossen hat, die Welt gehört mir, ich mache, was ich will, ihr müsst alle meine Sklaven sein. Ich hasse es, wenn das passiert. Es passiert zwar andauernd, oh mein Gott, jedes Mal hasse ich es. Es ist auch, glaube ich, schon zweimal passiert bei Futurama, dass Mom die Welt übernommen hat. Einmal, indem sie alle Roboter zurückgerufen hat, genau, und diesen Knopf aktiviert hat. Und wann noch? Das stimmt, das war nur einmal. Ich weiß es nicht mehr. Aber naja, auf jeden Fall auch wieder bei Futurama, dem Spiel, als Hintergrundgeschichte, wie gesagt, dieser Plot, dass Mom versucht, die Welt zu versklaven. Ja, und wir sind natürlich als Planet Express Team prädestiniert dafür, die Welt vor ihrem Schicksal und ihren Arthritis-verseuchten Clown zu retten. So, ich fahre jetzt mal. Und das machen wir. Und müssen da unter anderem mit Zoidberg auf einem ziemlich blauen Ding in der Gegend rumhüpfen. Ja, also ich kann leider wenig über die Story-Zusammenhänge sagen. Ganz einfach deshalb, weil ich ja jetzt hier nur die Saves von Kollege Thomas ausspiele quasi. Und mir hat zeigen lassen. Und ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen, die etwas spaßiger sind als das jetzt hier. Aber wir müssen ja auch mal ein paar Negativpunkte zeigen. Aber Zoidberg ist schon klasse. Zoidberg ist ohnehin mit meinem Lieblingscharakter
aber er nervt so unglaublich in diesem Spiel. Es ist sehr, sehr beeindruckend. Gleich gibt's noch eine Runde Bender, dann gibt's außerdem auch noch eine Runde Fry. Also die Hauptcharaktere sind auf jeden Fall versammelt. Deswegen und natürlich noch jede Menge mehr Ausschnitte von der dritten Staffel von Futurama. Nichts vergessen, ich suche gleich was raus. Ja. Willkommen. Willkommen im neuen Channel von Giga Games, dem E-Sports-Channel. Und für viele, die sich fragen, was ist eigentlich E-Sports, werde ich das Ganze jetzt vielleicht auch erstmal erklären. Und zwar, E-Sports steht nicht etwa, weiß ich nicht, für Eddie's Sports, was natürlich viele geschrieben haben. Das liegt wahrscheinlich an meiner athletischen Figur. Sondern es heißt elektronischer Sport, genau genommen übersetzt. Und bezeichnet quasi die Welt des Online-Spielens. Die Welt von Ligen, Turnieren, Tournaments, LAN-Partys, Events und so weiter und so fort. Das ist eigentlich die Welt des E-Sports. Was ist E-Sports im Genauen? E-Sports ist nicht etwa zum Beispiel E-Sport, ja, Sport ist Mord, sondern, okay, im Fall von E-Sports ist sogar Sport manchmal Mord, aber das ist ein anderes Thema. Sondern es geht darum, dass das ein ganzer Bereich ist für Leute, die professionell, exzessiv und verdammt viel sich wenigen Spielen widmen. Zum Beispiel Warcraft 3. Ein Spiel, das ja jetzt auch schon seit geraumer Zeit ist, draußen ist und das relativ viel gespielt wird, in Ligen. In Korea gibt es Turniere, wo man richtig viel Geld verdienen kann. Mehrere hunderttausend Dollar kann man mit einem Warcraft 3 oder in einem Warcraft 3 Turnier gewinnen. Es gibt in Korea Spieler, die sich damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Das heißt, man kann sagen, es sind sozusagen professionelle Spieler, Pro-Gamer. Das sind Leute, die eben ihren Lebensunterhalt anhand von Zocken verdienen. Das ist hierzulande noch etwas Wunschdenken. Es gibt zwar auch hierzulande auch schon Clans und Spieler, die beachtliche Summen gewonnen haben, aber so richtig leben kann davon keiner. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es noch nicht eine richtige Plattform gab, die das Thema E-Sports richtig vermarktet hat. In Korea muss man sich das so vorstellen, da gibt es richtige Sender, die den ganzen Tag nur StarCraft und Warcraft oder FIFA und FIFA-Spiele übertragen. Da gibt es Spieler, die Autogramme schreiben auf den Straßen, die in Sportshows eingeladen werden und richtige Prominente sind. Das gab es bislang in Deutschland in der Form noch nicht. Und das wollen wir jetzt ändern. Hier mit diesem Bereich, mit E-Sports. Wir wollen euch vor allen Dingen eine Plattform bieten, das heißt euch, allen, die gerne online zocken, die sich in Ligen betätigen, die in Clans spielen, die vielleicht auch alleine spielen, die vielleicht irgendwann mal einen Clan gründen wollen, die LAN-Partys besuchen oder organisieren. Also alles, was zum Thema E-Sports gehört, soll und will und wird dieser Bereich in Zukunft abdecken. Wir haben natürlich eine fantastische Website gelauncht dazu. Da findet ihr den E-Sport-Channel, den werde ich euch jetzt im Einzelnen mal vorstellen. Er ist natürlich noch nicht hundertprozentig. Das heißt, wir sind heute noch Day One sozusagen und der Bereich ist sowieso ein ständiger Work in Progress. Das heißt, wir werden ständig weiter daran arbeiten und hoffentlich mit eurer Hilfe auch immer besser werden. Zu Beginn findet ihr erstmal hier oben die Top News des Tages, ähnlich wie in den anderen Bereichen auch. Hier unten dann weitere News, wobei das heute nicht wirkliche News sind, außer der hier unten zum Beispiel, dass die der Electronic Sports World Cup 2004 offiziell angekündigt wurde. Könnt ihr euch dann direkt anklicken, wisst ja, wie das funktioniert. Und durchlesen, zu dem Thema sage ich vielleicht später noch was. Aber erstmal will ich euch die ganze Struktur erklären. Dann gibt es eine allgemeine Erklärung zum Thema E-Sports, quasi das, was ich jetzt hier mündlich mache, auch nochmal zum Nachlesen. Natürlich ist eure Meinung gefragt und davon handelt dieser Artikel hier. E-Sports ist nicht etwa ein Bereich wie PC oder Konsole, der davon lebt, dass die Entwickler irgendwelche Spiele entwickeln und rausschmeißen. In gewisser Weise zwar schon, aber hauptsächlich lebt der Bereich von euch, von den Spielern, von den Usern, von den Communities, von den Spielszenen. Und deshalb ist das noch viel mehr euer Bereich als irgendwie mein Bereich. Das heißt, wenn ihr wollt, dass wir über Clan XYZ berichten, wenn ihr wollt, dass wir auf Turnier ABC fahren, wenn ihr wollt, dass wir Spieler einladen, Interviews führen und so weiter, dann lasst uns das wissen. Das ist alles ein Ding der Möglichkeit, ein Ding der Machbarkeit. Und jedenfalls freue ich mich auf euer Feedback. Wir wollen gemeinsam mit euch diesen E-Sports-Bereich richtig, richtig fett machen. Also nutzt die Möglichkeit. Ihr seid alle aufgerufen. Egal ob Clan-Leader vom weltbesten Clan oder irgendwie Single-Player Tetris-Champion aus Wanne-Eickel, ist mir ganz egal. Wir alle arbeiten gemeinsam an diesem E-Sports-Bereich. Wie gesagt, hier euer Feedback. Sehr willkommen, eure Vorstellungen, Wünsche, eure Ideen. Und ihr seht, es haben auch schon innerhalb der kurzen Zeit relativ viele mitgemacht. Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz fettes Thema. Dann
geht's hier weiter. Ein Feature, das wir direkt in den nächsten Tagen launchen wollen, sozusagen, ist, wir suchen die beste Clan-Zeit. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Thema. Die Clan-Zeit, die Website der Clans ist quasi das Aushängeschild eines jeden Teams. Und ich suche die beste Website von einem Clan. Das muss gar nicht mal ein guter Clan sein. Es muss auch nicht unbedingt ein Counter-Strike-Clan oder ein Warcraft-Clan oder irgendwas Bekannteres sein. Es kann auch ein Murmel-Online-Clan sein. Oder was anderes. Also ganz egal, wenn ihr eine coole Clan-Zeit kennt oder wenn ihr der Meinung seid, euer Clan sollte unbedingt mal online oder auch on-air vorgestellt werden, dann schickt mir eine Mail, schickt mir Adressen, schickt mir URLs. Und ich habe schon mal einen Anfang gemacht. Ich habe zumindest schon mal von den bekanntesten und von den größten deutschen Clans die Websites hier gepostet. Also seid mir nicht böse, wenn da jetzt irgendeiner fehlt oder so. Wie gesagt, schreibt mir eine Mail, wenn ihr der Meinung seid, da fehlt einer. Aber ich glaube, das sind so die bekanntesten und größten Clans sind dabei. Sogar die Zockerweibchen sind da vertreten hier unten. Ja. Und da könnt ihr es euch mal angucken. Zum Beispiel hier die Website von Clan Mausports. Einfach nur ein Beispiel, könnt ihr euch angucken. Und dann wollen wir natürlich auch über das Thema Clan-Sites reden. Zum Beispiel gibt es ja auch Clans, die ziemlich gut sind, aber ziemlich bescheidene Websites haben. Das ist zum Beispiel ein Thema, dem wir uns noch widmen werden in nächster Zeit. Und ihr findet noch, ganz kurz, ihr findet noch ein richtig geiles Feature, und zwar die E-Sites, sozusagen die E-Sport-Weblinks. Zurzeit 16 Stück. Die meiner Meinung nach wichtigsten und coolsten und besten Seiten findet ihr. Die werde ich euch auch später noch vorstellen. Und auch das ist noch nicht vollständig. Das heißt, auch wenn ihr noch Links habt für mich und meint irgendwie, ihr kennt eine E-Sport-Seite, die noch unbedingt gefeatured werden muss auf unserer Seite, lasst sie mich wissen und dann werde ich das Ganze hier vorstellen. Gleich geht's weiter mit E-Sports. Bleibt dran und lauft nicht weg. Einige von euch mögen sich vielleicht denken, die Sportart Golf und PC spielen, das passt nicht so ganz zusammen. Das ist eine Kombination, die ist nicht besonders spannend. Und da haben vielleicht sogar einige von euch gar nicht mal so unrecht. Dennoch gibt es ja jede Menge Leute, oder soll es da draußen geben, die diese Kombination sehr mögen. Unter anderem in Amerika ist die Sport Golf sehr, sehr erfolgreich. Und mittlerweile auch in Deutschland immer mehr im Kommen. Und deswegen ist es nur klar, dass es ja auch Golfspiele gibt. Unter anderem ja auch die Lynx-Serie. Ich weiß noch, damals Lynx 386 war so ungefähr die Grafikreferenz. So als die ersten 486er rauskamen und so. Wirklich fantastisch. Und die Serien werden natürlich auch weitergeführt, deswegen können wir mal kurz bei mir auf den Rechner gehen, denn da habe ich euch im Vote gefragt, wer ist euer Favorit bei den Golfspielen? Und da sieht man schon, 49% sagen, die Tiger Woods PGA Tour Serie ist mein Favorit, während die 51% dann sagen, die Lynx-Serie gehört zu meinem absoluten Top-Titel. Und da sieht man schon, das ist sehr nah beieinander, die Spiele geben sich auch nicht viel. Ich muss sagen, Lynx ist noch ein bisschen besser, was die Ballphysik anbetrifft. Aber ich würde sagen, Tiger Woods bietet zum Teil ein bisschen mehr Fun. Und gerade in der neuen Version wird das wieder ein bisschen klarer. Dadurch unter anderem auch durch den neuen Karrieremodus, dass man sich seinen eigenen Spieler so richtig lustig und cool gestalten kann. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück in den Karrieremodus. Ich habe einen Charakter, den ich mir schon mal ein bisschen ausgesucht habe, mit dem ich schon ein bisschen mal gespielt habe. Ihr könnt mir zum Beispiel ein paar Golf-Lessons nehmen. Das kostet dann natürlich auch wiederum. Da sieht man, $750 kostet das. So viel Cash habe ich zurzeit, 3650. Und könnt jetzt verschiedene neue Shots dazulernen. Möchte ich aber nicht, habe ich noch keine Lust zu. Könnt jetzt aber auch auf World Tour gehen und könnt jetzt zum Beispiel hier Kapalua Plantation Course draufklicken. Und spiele jetzt sozusagen gegen diesen Kurs. Zum Beispiel hier das Par 4 Challenge heißt, ich spiele jedes Loch, bei dem ich 4 Schläge haben darf von diesem Kurs. Und wenn ich nur 6 drüber habe, kriege ich die Goldmedaille, was ich hier schon erreicht habe, und spiele mir dann somit weitere Shirts frei, weitere Sachen frei. Und kann dann am Endeffekt, wenn ich alle hier gut absolviert habe, gegen den Kurs-Champion spielen und dann wiederum weitere Sachen freispielen. Da habe ich aber auch keine Lust zu. Könnt jetzt dann natürlich auch Turniere teilnehmen. Da habe ich schon 2 absolviert und 2 erfolgreich gewonnen. Das waren aber nur Turniere, wo man dann auch sieht, da ging es nur um 3 Löcher. Nicht um die ganzen 18 Löcher, die man sonst normal also spielt. So, da habe ich auch Quickskins hier zum Beispiel. This tournament features 6 holes of skins played by the competitor with a low score for the hole captures the skin. Nun ja, also derjenige mit dem wenigsten, mit dem lowsten Score für dieses Loch gewinnt das Loch dann auch. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Das hört sich recht amüsant an. Vielleicht eine kleine Abwechslung zum normalen Strokesplay, wo es einfach nur darum geht, wer die wenigsten Schläge auf dem ganzen Platz hat. Es gibt ja so viele verschiedene Spielarten, aber keine Sorge, das Spiel bringt euch dann diese Spielarten näher, wird euch alles erklärt, ist gar nicht so schwer, wie sich das anhört. Viele erschrecken immer, denken sich immer, Golf ist ewig kompliziert, ist nicht so schlimm. Gerade im PC-Bereich, im PC-Spielbereich ist das wirklich nicht so schlimm. So, hier sehen wir schon meinen Spieler. Habe ihn mir ordentlich kostümiert hier mit Sonnenbrille und etlichen Tattoos. Können noch mal hier so eine kleine Ansicht machen so. Das sieht alles sehr, sehr nett aus. Die Fahrt zur Flagge, zur Fahne.
ja, ganz schön Stückchen entfernt. Hier unten sieht man jetzt, hier unten links, 420 Yards ist das entfernt. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, wie weit das in Meter ist, in welche Richtung der Wind bläst, welches Holz ich mir jetzt gerade ausgesucht habe. Und ich würde sagen, ich schwinge einfach mal los. So, der war sogar richtig gut getroffen. Great swing. Should see some good results here. Ja, da klatschen auch die Zuschauer. Gibt es noch so ein kleines Zwischensequenz, wie man sieht, wenn man sich fertig macht. Und dann geht natürlich auch der Gegner ran. Ja, die sind natürlich noch nicht ganz so gut wie ich. War ja klar. Oh, du tust mir leid. Sehr nett auch, wie man sieht, dass das Tee dann so richtig wegfliegt hier unten. Ja, jetzt denkt ihr euch sicher, ach, die 2004er-Version, was bietet mir denn das überhaupt Neues? Das kann ja gar nicht so viele neue Sachen beinhalten, dass sich dieser Kauf lohnt. Und ich muss sagen, doch, während EA vielleicht bei anderen Sportserien wie zum Beispiel Madden oder FIFA immer weniger Neuerungen bringt, vielleicht muss ich sagen, dass sich die Tiger Woods-Serie bis jetzt immer durch sehr, sehr viele Neuerungen abgehoben hat. Unter anderem gibt es 7 neue Kurse, 2 Fantasiekurse. Online spielen könnt ihr mit eurem kreierten Spieler. Unter anderem werden dann auch noch jede Menge neue Pros angeboten, wie John Daly. Und dann gibt es auch sehr, sehr viele Spielmodi. Wie gesagt, wie dieser World Tour Modus ist neu oder dieses Creator Game, Creator Golfer. Und dann natürlich diese ganzen Sachen, die man freispielen kann, die den Spielspaß dann noch verlängern. So, 171 Yards bin ich ungefähr mit dem 5er Holz. Ja, ich denke mal, ich holz einfach mal richtig voll drauf. Ja, das sieht gut aus. Absolutely perfect shot. Ja, wie gesagt, ich bin ja auch noch auf dem Amateur-Level. Da spielen die alle noch nicht so richtig gut. Das kommt dann erst mit der Zeit, wenn man dann immer besser wird. Schade finde ich immer noch, dass die Zuschauer Bitmaps sind. Ja, die anderen Jungs sind im Bunker gelandet. Jetzt kommen wir dann gleich zu meiner Spezialität, dem Einlochen. Sehr nett auch die Details hier, die Vögel, die hier im Hintergrund rumfliegen und so. Also es passiert eine Menge auf dem Golfplatz. So richtig zum Erholen, vor dem PC. Das überspringen wir jetzt mal. Komm, mach hinne. Mach deinen erfolglosen Putt. So, und hier sieht man jetzt auch dieses Grid, das anzeigt, wie der Ball denn, oder wie diese Krümmung von dem Loch ist, oder von diesem Green hier sozusagen. Ja, nicht viel, da kann ich ziemlich gerade ausmachen, vielleicht so einen kleinen Tick nach rechts. Und dann sehe ich, dass ich 14 Feet entfernt bin. Das war ein bisschen zu fest. Das wäre es doch gewesen. So ein Pech aber. Ja, jetzt sind nochmal die Kollegen dran. So, das will ich jetzt, den will ich jetzt noch schnell einlochen. So, das war's. 4 Schläge für dieses Loch gebraucht. Ich denke mal, das ist nicht schlecht. Damit habe ich das Loch auch gewonnen. Wie gesagt, lest euch den Artikel durch zu Tiger Woods PGA Tour 2004. Für alle Golffans da draußen sicherlich das Richtige. Und morgen gibt es das richtige Spannis. Dann gibt es das Add-on zu Command & Conquer Generäle. Selten in der Geschichte von Giga Games gab es eine derart perfekte Symbiose zwischen unserem On-Air-Thema und dem Quatsch, den wir neben der Sendung machen. Quatsch. Heute haben wir nämlich Futurama Movies, das Futurama Spiel und vor allem eine Folge aus Futurama, die wunderbar zu Giga Games passt, deswegen ohne weitere Umschweife direkt zur Frage, wie die Welt aussehen würde, wenn sie mehr wie ein Videospiel wäre. Oh, herrliche Maschine, wir flehen dich an. Was wäre, wenn das Leben wie ein Videospiel wäre? Guten Abend, ihr ignoranten Schweine. Legt eure Crackpfeifchen beiseite und eure Bierkrüge und erlebt, wie ich ein historisches Friedensabkommen mit Botschafter Kong vom Planeten Nintendo 64 unterzeichne.
Augenblick mal. Den Affen kenne ich, sein Name ist Esel. Affen sind doch keine Esel. Bring meinen Kopf nicht durcheinander. Ich werde einfach als der alte John Q. Nixon unterschreiben. Richard M. Nixons Kopf. Bitte, doch kein Fehler unterlaufen. Sie sind dran, Botschafter. Verdammt, was soll denn? Mamma mia! Der grausame Feuerball des Krieges ist uns wieder in den Schoß gerollt und hat unsere weißen Hosen des Friedens bekleckert. Mil-Atari, Hauptquartier. Mr. Fry, angeblich sollen Sie die Geheimnisse des Videospiels Chance kennen. Gehen wir in unseren Kriegsplanungsraum. Sie brauchen den blauen Schlüssel. Darf ich vorstellen, General Colin Packman? Ja, wir müssen ja an der Stelle Schluss machen. Wir wollen ja auch nicht zu viel zeigen. Vielleicht führen wir einfach an der Stelle gleich nachher noch weiter. Wir haben ja noch einen Tick. Gerne doch. Schauen wir mal. Ich bin dabei. Und jetzt starten wir ein Level mit Bender, den wir ja hier jetzt gar nicht richtig gesehen haben eigentlich. Großartig. Aber da ich euch ein bisschen was von den Zwischensequenzen zeigen will, muss ich jetzt den Level nochmal laden. Deswegen wundert euch nicht, dass es jetzt eine Sekunde dauert. Können wir mal ganz kurz reinschalten. Ganz nette Ladebildschirme immer hier beim Spiel. Morbo zum Management. Wobei ich den Gag nicht so ganz raffe, aber eigentlich ist egal. Irgendeiner, der intelligenter als ich ist, wird es wahrscheinlich verstehen. Können versuchen, dir zu erklären, aber ich verstehe es selber nicht. Lass es. Ja, das ist jetzt eine der Cutscenes. Finde ich lustig, bei den Zwischensequenzen ist ja ähnlich wie bei Headhunter, wo ja auch immer so Werbungen dazwischen gemacht worden sind. Was ja auch inspiriert ist von dem Film, den du gerne magst, wie heißt er nochmal, mit den Aliens, ist ja auch geil. Ich weiß gar nicht, wie du meinst. Doch, Starship Troopers. Starship Troopers, ach so. Das ist doch auch mit der Werbung. Stimmt. Jetzt wissen wir, wer unser Schiff auf dem Gewissen hat. Oh nein, es ist schon 9. Jetzt sollten wir uns aber lieber beeilen, wenn wir Mom davon abhalten wollen, Planet Express zu kaufen. Zum Schiff! Wir sind übrigens in der Vergangenheit. Oder wir wollen in die Vergangenheit. Also wenn ich das mit dem Zeitreisen richtig verstehe, dann sollten wir das gute Schiff nehmen und das Böse zurücklassen. Darf ich bitten? Ha? Das Böse zurücklassen. Wie bitte? Steig einfach ein. Ja, du Spoiler, ich würde es gerne komplett angucken, aber wir haben ja wenig Zeit. Und jetzt starten wir mit einer Bender-Mission. Wir sind in der Vergangenheit und müssen den Plan von Mom durchkreuzen. Das machen wir an der Stelle jetzt mit Bender. Ja, mit Bender und der kämpft gegen den Destructor. Zielübung beginnt. Heißt er nicht eigentlich anders, Sir? Der heißt eigentlich anders. Ich habe jetzt auch ganz vergessen, wie er heißt, aber er heißt anders. Weil das ist ja in dieser die Roboterliga. Genau. Roboterkampfliga oder was ist die Folge, wo der auch vorkommt. So, das ist eigentlich jetzt so ein kleines Rätsel hier. Ich muss mich nämlich hinter diesem Balken verstecken. Nicht, damit ich nicht getroffen werde, sondern damit ich getroffen werde. Und damit dieser Balken hier wegkommt. Also Steuerung ist wirklich teilweise ein bisschen hakelig. Man kommt vielleicht tot. Ich komme hier halt auch einfach nicht hoch. Ah! Ah, das ist wieder ein Tag heute. Wie hast du eigentlich die Einstellungsanforderungen, Kriterien erfüllt? Du hast gesehen, dass ich heute das eigentlich hier gut gespielt habe. Nein, das habe ich kein einziges Mal gesehen. Doch. Ich habe nur bestätigt, dass du geübt hast. Guck doch mal, wie wunderbar ich das hier alles mache. Wahnsinn. Und perfekt. Ja, ich nehme alles zurück und behaupte das krasse Gegenteil. Das solltest du öfter machen. Ja. So, jetzt ein bisschen Tomb Raider hier. Das Nein, ist ja an wenn sich... Wenn Tomb Raider wäre, würdest du eine halbe Minute erstmal brauchen, um dich an den Rand um mich auszurichten und dann genau. In die falsche Richtung zu springen. So, damit haben wir jetzt den eigentlichen Level-Eingang geöffnet. So. Komm, das hast du jetzt nochmal gemacht. War stylisch, gell? War ziemlich stylisch, ja. So, deswegen jetzt hier, Bender kann sich natürlich auch mehr oder weniger wehren. Das wird auch gleich nötig sein. Nein, nein, nein! Zeit. Explodier. Also ich finde, dass der Grafikstil wirklich perfekt die Lizenz umsetzt. Also ich meine, es ist eine Zeichentrickserie und deswegen passt dieser Cell-Shading-Look definitiv gut. Aber also ist auch wirklich von den Entwicklern sehr, sehr cool gemacht. Sieht halt echt aus wie die Serie in 3D. Das macht, glaube ich, auch wirklich so diesen Hauptflair. Och, komm, bitte. Diesen Hauptflair aus. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Verklar, dass es nicht funktioniert.
Aber du hättest eine halbe Sekunde länger warten müssen. Ja, das ist mein Leben. So, warte. Und jetzt. Ah, super. Nein. Aber ich habe den Rücksetzpunkt erreicht. Was bedeutet, dass ich jetzt immerhin da anfange. Also ich kümmere mich jetzt mal weniger darum, sondern mehr um das Fortschreiten im Level. Das war klar, dass es nicht klappt. Das konnte gar nicht klappen. Auch das konnte nicht klappen. Ja, wir sehen schon. Ich habe den Test ganz offensichtlich nicht geschrieben und ich stehe auch dazu. Jetzt komm. Ja, hast du das gesehen? Ich finde schön, dass du das so souverän und überlegen hast. Nein, das ist doch alles nur gespielt, damit es eben hier etwas packender rüberkommt. So, jetzt muss ich ja einen ganz komplizierten Zahlencode eingeben. Du musst genau, 9, ich 8, muss 7, 6, 5, oben die Zahlen vervollständigen. 4, 3, 2, ja. 1. Was könnte jetzt kommen? Schreibt uns 1, eine Mail 1, an. 1, 1, okay. 1. Ja. Frau Lehrer, ich weiß es. Total schlauer Genosse. So. Wunderbar, habe ich das mal wieder gemacht. Ich bin nämlich jetzt hier an der Stelle, wo ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Und ich habe auch nur noch 30 Sekunden, was an sich ganz gut passt. Da hätte ich nämlich gar nicht sagen müssen, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Nein, aber eine ehrliche Haut, die du nun mal bist, ja. Überbrückst du das nicht mit überflüssigen Kämpfen gegen kleine, quiekende Roboter, sondern du kommst direkt zum Ende. Genau, ich komme direkt zum Ende, lauf hier nochmal schnell in den Tod. In den Tod. Das alles nur für euch, damit ihr die Animation noch mal seht. Ja, ein Take haben wir noch. Da zocken wir noch ein bisschen mit Fry und einer MG. Das kann ich dann offensichtlich besser. Und es gibt noch, was gibt's noch? Ein bisschen mehr von Futurama. Welcome back to the eSports Channel. Willkommen zurück im eSports-Bereich. Das war übrigens gerade Spanisch, deshalb habe ich es gerade nochmal übersetzt. Ich finde es ganz cool, dass der Tisch auch in diese Richtung guckt und wir somit quasi einen zweiten Tisch, der an der Seite des PC-Bereichs kämpft. Gell, Felix? Yo, Andy. Yo, Bro. Mensch. Und bei diesen Monitoren, ich muss hier, es ist so geil, dass sie neu sind, da weiß man nicht, ist es ein Schweizer Taschenmesser, ist es ein Monitor? Ja, man kann die echt komplett zusammenfalten. Ich finde die richtig geil, die sind top aktuell. 17 Zoll, scharfes Bild. Wie ist das eigentlich bei euch so, Marc? Ich weiß nicht, was habt ihr für Monitore? Ihr habt noch die alten, ne? Ja, kommt vielleicht auch mal neuer. Mal schauen. Großartige Themen heute im E-Sports-Bereich. Und ich will euch die Seiten natürlich noch ein bisschen vorstellen. Ich habe ja die Themen im Einzelnen schon angesprochen, aber was gibt es noch alles auf der Seite? Folgendes. Wir haben natürlich den LAN-Plan. Ist ganz klar, LAN-Partys sind einer der wichtigsten Eckpfeiler der E-Sports-Szene. Und ist natürlich jetzt auch hier integriert mit einer feinen Suchmaschine, die auch funktioniert. Und wenn ihr auf alle Einträge klickt, also wir haben nicht nur hier 5 LAN-Partys, sondern wir haben viele mehr. Wenn ihr auf alle Einträge klickt, dann bekommt ihr die komplette Liste, auch sortiert nach verschiedenen Ländern, Österreich, Schweiz und Deutschland in dem Fall. Und ihr könnt eure eigenen LAN-Partys anmelden. Ich sehe den Ladezeiten entsprechend. Ist natürlich klar, dass jetzt genau too many connections. Sehr, sehr viele Leute den neuen eSports-Channel auschecken. Deshalb ist die Seite gerade auch relativ stark belastet. Lass mich noch ein bisschen was zu den Themen sagen. Also eSports, jetzt geht's los, ist die Erklärung. Wenn ihr euch nochmal durchlesen wollt, was es mit diesem E-Sport-Channel auf sich hat. Viele haben mich gefragt, E-Sports, heißt das, dass du jetzt die ganze Zeit nur noch Sportspiele spielst? Nein. Ja, eigentlich viel weniger als vorher. E-Sports hat nicht unbedingt was mit Sportspielen an sich selbst zu tun, sondern an sich zu tun, an sich selbst, das ist was. Und sondern vielmehr geht es um den sportlichen Charakter. Sport ist in Duden definiert als ein Wettbewerb, als eine Competition sozusagen. Deshalb gibt es ja auch so Sachen wie Schach, die als Sport gelten oder Angeln. Da kann man natürlich auch drüber streiten, ist das wirklich eine Sportart? Wenn einer sagt, Mensch, du hast ja eine Figur wie ein Profi-Schachspieler, dann ist das ja nicht immer gleich ein Kompliment. Und deshalb kann man auch durchaus sagen, also wenn Schach, wenn Angeln und wenn Snooker Sport sind, oder Sportarten sind, warum ist dann zum Beispiel professionelles Counter-Strike-Spielen oder Warcraft-Spielen nicht auch eine Sportart? Immerhin gibt es Spieler, die trainieren mehrere Stunden am Tag, die organisieren sich, die arbeiten an Taktiken, die haben Strategien entwickelt, die treffen sich und kommunizieren miteinander und so weiter und so fort. Das sind alles meiner Meinung nach wichtige Eigenschaften, die eine Sportart auszeichnen. Und deshalb gibt es die sogenannte elektronische Sport, ja, Gemeinde oder Community, E-Sports eben. Also darum geht es nochmal kurz gesagt. Und ein großes Thema, dem ich mich morgen auch ausführlich widmen werde, ist
das Thema Clan-Sites oder Clan-Pages. Ihr findet hier schon mal eine Auflistung an Seiten. Ich habe eben zum Beispiel schon mal die Seite von Mouseboards gezeigt. Dann können wir uns mal angucken hier zum Beispiel die Clan-Seite von Deutschlands Kranke Horde, sofern sie jetzt lädt. Genau, da ist sie zum Beispiel. Und oder hier mal die Seite von Schrödkommando. Weltweit einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste Clan überhaupt. Könnt ihr euch angucken. Da sieht man zum Beispiel auch, warum E-Sports ein wichtiges Thema ist. Einfach mal, wenn man mal hier rechts in die Leiste guckt, wie viele Sponsoren sich schon beteiligen an professionellem Computerspielen. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, auf das wir noch eingehen werden. Sponsoren, vielleicht können wir euch auch helfen, eurem Clan oder so Sponsoren zu besorgen. Das ist aber jetzt erstmal ein anderes Thema. Wenn ihr der Meinung seid, ihr kennt noch eine verdammt coole Clan-Site und dabei geht es jetzt nicht unbedingt die eigene Website zu promoten des eigenen Clans, das machen wir nochmal ganz gesondert in einem sozusagen Clan of the Day Feature oder so, sondern es geht mir vielmehr darum, um lustige Websites, um geile Flash-Intros von Websites oder perfekten Layout oder irgendwie geil designten Websites. In den Comments sind schon eine ganze Menge hier, schon 70 Comments. Hauptsächlich macht jeder erstmal Werbung für seinen Clan, ist eigentlich auch okay. Ich werde mir auch sicherlich die ein oder andere angucken, aber ich habe mir auch schon einige angeguckt. Und da frage ich mich, ob ihr wirklich verstanden habt, was ich wollte. Ja? Richtig geile Websites, und zwar von Clans und nicht einen schwarzen Bildschirm, wo drauf steht, wir sind ein Counter-Strike-Clan oder so. Ja? Also auf jeden Fall, hier könnt ihr euch noch beteiligen bis morgen. Ich werde da jedenfalls noch ganz, ganz viel raussuchen. Es ist ja auch schon eine ganze Menge drin. Ich bin echt unglaublich stolz. Also 76 hier. Einmal refreshed, sind schon wieder 6 neue dazugekommen. Und was ich euch noch zeigen wollte, Moment, zack, da, waren die E-Sites-Links. Ihr erinnert euch vielleicht, ganz früher hatten wir die Top-14-Links. Das ist jetzt so ein kleines Revival, nur dass es nicht mehr Top-14-Links heißt und auch nicht mehr 14 Links sind, also eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Es sind einfach wichtige E-Sport-Seiten. Ich habe einfach mal einen Anfang gemacht, habe mal so 16 Stück mir überlegt, die ich einfach mir spontan eingefallen sind. Zum Beispiel sind da nicht nur Clan-Seiten oder in dem Fall gar keine Clan-Seiten oder Webseiten, die News über E-Sports machen, sondern zum Beispiel auch wichtige Tools, wie zum Beispiel The All-Seeing Eye, was ja auch im Max-Bereich schon mehrmals vorgestellt wurde, der berühmte Server-Browser, oder TeamSpeak, das Kommunikationstool, das die meisten Clans mittlerweile benutzen, um während der Clan-Matches miteinander zu kommunizieren und so weiter. Wenn ihr noch weitere E-Links habt, E-Sites, wenn ihr der Meinung seid, es fehlt da noch unbedingt eine richtig große und amtliche Website, die aber nicht aus der E-Sport-Szene wegzudenken ist, dann lasst es mich wissen, schreibt mir eine Mail, schreibt mir Comments, schreibt mir SMS, ruft mich an, gebt mir Rauchzeichen, ist mir ganz egal, lasst es mich wissen. Das soll es erstmal gewesen sein für heute, ein kleiner, aber wie ich finde, feiner Einstieg zum Thema E-Sports. Es gibt auch schon eine News, eine ganz aktuelle zum Thema Electronic Sports World Cup, die eine offizielle Pressemitteilung zum nächsten Jahr stattfindenden 2004er-Wettbewerb gepostet haben. Könnt ihr euch alles durchlesen und ansonsten schreibt mir euer Feedback zum Thema E-Sports. Das war's. Macht's gut. Golf. Das Spiel für Könige und Langweiler. Was meinst du? Und Leute, die es werden wollen. Ja. Langweilige Könige oder königliche Langweiler. Man weiß es nicht so genau, aber mein Gott. Wacht Golf. Auf! Wacht auf! Hallo! Jetzt gibt's wieder was zu gucken bei uns. Ja, ich hoffe, die Leute kommen langsam wieder zurück von den anderen angeschlossenen Funkanstalten. Wir warten noch. Moment, ja, wir warten. Da noch Zapping, der, da, Zapping. Der, ja, der, es der, ist wieder ja. da, es ist wieder Kontrollbereich. Okay, okay, okay. Bleibt hier, halt! Perfekt, perfekt. Okay, bleibt genauso. Wir freuen uns, dass ihr es einmal wieder geschafft habt, in den Konsolenbereich reinzuschalten. Und Simon ist ganz freudig erregt, denn Golf ist vorbei und wir haben noch ein bisschen von der Futurama-Folge. Wie wäre das Leben, wenn wir ein Videospiel wären? Ja, wir müssen jetzt an der Stelle auch mal wieder Schluss machen und starten mit einem Druck auf X, den Level, den wir jetzt gleich zeigen. Auch hier wieder ganz nette Zwischenanimationen. Aber die Ladesequenzen sind ein bisschen lang, verstehe ich eigentlich gar nicht. Überraschend, so viel wird da jetzt ja auch nicht wirklich geladen. Ich meine, Cell-Shading ist jetzt nicht gerade eine Optik, die super viel an Daten fordert. In den Speicher reinpacken würde. Ja. Ja, wahrscheinlich wollen sie nur, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, um die Zwischenanimationen zu genießen. Haben sie Protoplasma? Aber wir landen jetzt im Rotlichtbezirk. Sehe ich in dieser Verschalung nicht zu fett aus? Frag mich das doch nicht immer. Das ist jetzt übrigens eine der Zwischensequenzen, die zwischen den normalen Leveln kommen. Also nur wenn ihr die Charaktere wechselt, dann gibt es etwas längere Zwischensequenzen, die wir vorhin gezeigt haben. Ja. Das war übrigens Mom. Wie gesagt, Mom hat die Welt übernommen, weil sie 50% der Firmen auf der Erde eingekauft hat.
und jetzt hier überall Todesschwadrone rausjagt. Was natürlich jeder machen würde, der 50% ich auch, ja. Weltwirtschaft an sich gerissen hat. Das wäre gleich Punkt 2 auf meiner Liste. Nein, ich würde ja fast sagen, nicht. Die USA machen das ja. Ja. Das war geschickt, so, oh, ich bin noch nicht drin, dann komme ich nochmal einen Schritt zurück, vielleicht bin ich dann komplett Nein, weil man kann da hinten nämlich noch rausfallen. Ich hab, da wäre ich merkst, beinahe drauf reingefallen. Ja. Wie du merkst, habe ich das schon ausprobiert und kenne mich damit gut aus. So, ich bin hier jetzt, wie gesagt, im Roboter-Rotlichtbezirk und werde auch gerade wieder beschossen von diesem Roboter, den ich jetzt an der Stelle gleich mal erledige. Und wir waren uns ja beide einig, dass das der Roboter ist, der in der einen Folge mit Rücken und nur einem Bein nämlich kostenlos Alkohol kriegt. Bei der Obdachlosenstation für Roboter, weil die brauchen ja alle Alkohol, das wissen wir, um überhaupt zu funktionieren. Bei denen ist es nämlich genau umgekehrt, wenn die keinen Alkohol trinken, dann werden die getrunken. Bin ich so reich wie der Papst. So. Nein! Ach, okay, ich dachte gerade, das hätte jetzt nämlich Energieabzug bekommen. Ganz nett ist die Funktion, diese Lock-on-Funktion hier. Die ist ganz praktisch, weil ansonsten wäre es wahrscheinlich echt ein bisschen zu... Oh, das war die falsche Waffe, merke ich gerade. Ja, ist aber nicht schlimm, ich habe ja genug. Das Nette ist, hier stehen noch überall Selbstmordzellen rum. Kennt man ja aus der allerersten Futurama-Folge. Und man kann da auch reingehen. Echt, Mama? Ja, es hat halt auch denselben Effekt. Mach doch mal, ist so lustig. Also, total. Ich find's lustig. Okay, ha, ha, ha. Denn ha. Das, was du sonst alternativ ist nicht viel anders da. Weißt du, in der Selbstmordzelle hätten wir mehr Spaß gehabt. Da haben wir nur irgendwie dein hysterisch-weibisches Kreischen in den Ohren gehabt, was überhaupt keinen Spaß macht. Ich hasse dieses Spiel schon jetzt. So. Nein. Ich habe normalerweise auch eine MG. Ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt nicht habe. Wechsel doch noch mal ein bisschen. Ich habe die jetzt nicht mehr. Oh, da ist sie. Nein, das ist nur die normale Pistole. Ja. Okay, wem auch schlecht wird, der schreibt bitte eine Mail an Simon Entgieger von du.de und wird sich darüber beschweren, was der Simon hier zu nachtschlafender Zeit mit unseren Mägen anfängt. Es ist wirklich unfair, dass ich hier einfach so immer denunziert werde, obwohl ich eigentlich echt geübt habe. Ich weiß, es sieht jetzt nicht so aus. Wo sind denn meine ganzen Waffen hin? Ihr habt einen böser Kobold gestohlen, den aber nur du sehen kannst. Ja, wäre ich doch lieber in die Selbstmordzelle gegangen. Jetzt mal so ein bisschen technisches Spiel auch nochmal auseinandernehmen. Wenn viel auf dem Bildschirm passiert, hat es dann tatsächlich heftige Slowdown. Die eigentlich auch nicht sein müssen. Also schon ein bisschen seltsam. Aber auf der anderen Seite sieht es grafisch im Vergleich zur Xbox-Version nicht schlechter aus. Also es wäre eigentlich jetzt mal ein guter Vergleich. Auf der Xbox-Version hat es eigentlich nie geruckelt, oder? Ja, das wäre dann der technische Unterschied. Bestimmt. Also ich glaube auch, da hat es tatsächlich nicht geruckelt. Och Gott. Aber so leichte Ruckler, wenn richtig viel passiert auf dem Bildschirm, nimmt man dann schon mal gerne in Kauf. Oder nimmt zumindest in Kauf, wenn es dafür dann doch vergleichbar gut aussieht. Lieber Thomas, der jetzt gerade zuguckt und der auch den Test gemacht hat, ich kann da echt nichts für. Irgendwas muss bei deinen Self-Games falsch gelaufen sein. Ich kann die guten Waffen hier nicht mehr anmelden. Das nur zu meiner Verteidigung. Sollen wir noch ein bisschen was von der Futurama-Folge zeigen? Nein, ich bin jetzt zum Glück ohnehin gestorben. Ich werde mich jetzt direkt in eine Selbstmordzelle begeben. Besteht zum Glück direkt vom Container ein. Vorher noch gar nicht gemacht, dass du irgendwann mal gestorben wärst. Simon, das Schlimme ist, der Junge bereitet sich wirklich immer so, also sowas von vor. Und ich habe heute Zoe durchgespielt. Die Zuschauer haben es verdient, dass ich mich hier mal so richtig durch das Spiel durchquäle und dann jedes Mal, sobald ihr zuschaut, verkackt er. Aber komplett. Ich hasse es. Aber er hat Zoe durchgespielt. Ja, ich habe Zoe 2 heute durchgespielt. Da gibt es nächste Woche den Test. Und das ist doch wesentlich mehr wert als so ein paar total tolle Spielszenen aus Futurama. Will doch eh keiner sehen, oder? Niemals. In diesem Sinne hat 76% bei uns gekriegt. Den Test von Kollege Thomas könnt ihr euch durchlesen. Ist sehr lesenswert, auch sehr lustig geschrieben. Und den findet ihr im zurzeit etwas überlasteten Konsolenbereich. Leicht.